much is to one gallon face mall? Sorry? To one gallon face mall. You want to go to the one gold pressure mall only? How much is it? After you going back to some places also, sir? No, just the mall. Only going there? Yeah. Just 500 rupees. Okay, let's go. Heute schauen wir uns mal hier die Märkte in Colombo an und wir schauen uns als erstes den teuersten Markt hier an, die größte Shopping Mall in der ganzen Stadt. Und dann werden wir uns von teuer auf günstig bewegen. Aber bevor wir uns die Shopping Mall hier genau anschauen, werden wir erstmal was essen gehen. Hier gibt es einen fantastischen Food Court, den habe ich schon gestern probiert. Da werde ich euch mal schnell einblenden, wie der war. Und heute probieren wir was anderes bei diesem Food Court. Also das Essen war wirklich fantastisch. Deswegen werden wir heute wieder diesen Food Court ausprobieren und stärken. Das erste Mal, als ich in dieser Shopping Mall war, war ich nur beim Food Court. Ich habe mir noch keine Geschäfte angeschaut, aber heute will ich mir mal die Geschäfte anschauen. Und dann werden wir zu dem Petermarkt mal gehen. Den haben wir uns zwar angesehen, aber nicht so genau. Und heute wollen wir uns den aber genauer anschauen. Und das Ziel ist es, ein Cricket-T-Shirt zu kaufen. Mal sehen, wo wir das kaufen. Hier beim teuren Markt oder beim günstigen Markt. Und das ist hier der Foodmarkt, da habe ich gestern gegessen. Also da hat das Essen echt fantastisch geschmeckt. Das war die pakistanische Küche. Die war richtig lecker. Yogurt, Atlas cream. Thank you very much. Thank you, sir. Wir haben uns jetzt nur so eine kleine Portion geholt. Also das haben wir hier bekommen. Und das Brot. Weil wir werden später noch zum Markt hingehen, zum Nachtmarkt, und da werden wir noch mehr essen. Ja? Deswegen nur so eine kleine Vorbereitung hier, damit wir Kraft haben und durch den Dschungel hier an Läden durchgehen können. Vor der Soße habe ich ein bisschen Angst, ich probiere noch ganz leicht. Aber das ist saftig. Also das Fleisch hat richtig diesen Grillgeschmack. Ein bisschen so Gewürze, also schmeckt gut, beziehungsweise eigentlich sehr gut jetzt. Also die Essenshalle ist echt riesig und im Unterschied zu den Shopping Malls, die wir kennen, ist die ganz unten. Und es gibt eigentlich nur internationale Brands, also ich habe jetzt keine Brand hier gesehen oder kein Geschäft, das jetzt für mich so interessant aussah, wo ich jetzt unbedingt reingehen würde. Also eigentlich bisher alles, was man bei uns auch kaufen kann und auch zu unseren Preisen, deswegen ist hier entsprechend weniger los, ja. Also hier ist es ziemlich ruhig und schön klimatisiert, ja. Also man hat hier seine Ruhe und hier seht ihr es zum Beispiel Armani, Tissot, die ganzen teuren Marken, ja. Und die Shopping Mall ist halt echt riesig, also das muss man sagen. Also ich glaube, wenn ich eine Sache hier nicht kaufen kann, dann ist es das Cricket Shirt. Also ich glaube, es wird ein sehr schwieriges Unterfangen sein, hier das zu kaufen. Schaut euch mal das an. Sieht das hier so aus, als könnte man hier irgendwie ein Cricket Shirt kaufen? Eher nicht, oder? Ah, okay, so it's easy. Wir haben uns gerade so eine Maske geholt und die hat 8.800 Rupien gekostet. Nicht günstig, aber wenn ich mir ein Andenken hole, für mich selber, für meine Wohnung, dann darf die ruhig was kosten, weil da lege ich dann Wert auf Qualität. Ich will nicht, dass wenn ich die da mitnehme im Flugzeug, dass die gleich kaputt geht oder so. Deswegen habe ich da jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel gezahlt. Aber die Qualität ist es mir wert und ich vertraue den Leuten hier in der Shopping Mall, weil hier schon die Produkte schon ein bisschen besser aus. Ja? Also wenn ich das beim Peter Market, wo wir später hingehen, gekauft hätte, hätte es vielleicht eine schlechtere Qualität. Aber werden wir mal sehen. Und wir haben schon mal das erste hier in der Shopping Mall gekauft. Und jetzt gehen wir mal weiter und schauen, was man hier noch so kaufen kann. Ich hab's aber gut vorbereitet. Soll ich nochmal das gleiche? Komm. Ah! Okay, jetzt was anderes. Ich habe jetzt noch so ein Retro-Poster gekauft, auch nicht gerade günstig, 3500 Rupien. Aber da war der König hier von Sri Lanka drauf und es sah mega aus. Also diese Retro-Poster sahen echt gut aus. Habe ich wieder ein bisschen ins Geld gegriffen, aber mein Gott, ich habe es euch ja gesagt, wenn ich mir ein Andenken hole, dann soll es auch eine gute Qualität haben. Von McDonald's aus hat man übrigens eine tolle Aussicht. Also jeder, der mal eine Aussicht haben will, geht mal rein in den McDonald's auf die Terrasse. Da könnt ihr Port City sehen, ja, was sie hier neu gebaut haben. Der Tuk-Tuk-Fahrer hat gemeint, es war früher nur Wasser und jetzt haben die Chinesen, die haben hier ein komplett neues Viertel gemacht
Und bisher sehe ich jetzt da nur Baustelle. Ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Der Tuk-Tuk-Fahrer hat gemeint, mit dem Tuk-Tuk kann man nicht reinfahren. Also man müsste da so ein Taxi nehmen und dann kann man sich das mit dem Taxi anschauen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da was Interessantes gibt, ob schon irgendwas fertig ist. Weil aktuell schaut es so aus wie so eine Wüste, ja. Und es schaut nicht aus, als wäre irgendwas fertig. Also ich muss mal vielleicht dann runtergehen und fragen, ob das interessant ist, sich das anzuschauen und ob da überhaupt Touristen hingehen. Boah, die Kaloriebombe gönne ich mir gerade. Weil es bei McDonald's kein Eis gibt und vielleicht das teuerste, ja, ist ja kein Eis, der teuerste Milchshake, nicht das teuerste Eis, der teuerste Milchshake hier in der Mall mit 2000 Rupien. Also 2000 Rupien zahlt ihr für diesen Milchshake, schon teuer. Und jetzt probieren wir mal diese Kaloriebombe aus. Und danach werde ich, glaube ich, überzuckert sein. Und das Café schaut halt auch mega edel aus, ja, das muss man auch sagen. Auch mit hier Ausblick auf das Wasser bzw. auf das Meer. Und jetzt gönnen wir uns mal diesen Milchshake. Ich weiß nicht, ob das das Süßeste ist, was ich jemals getrunken habe. Das ist echt heftig. Boah. Was auch mega interessant ist, ich habe jetzt heute und das erste Mal, wo ich hier in der Shopping Mall war, ältere Menschen gesehen, die zum ersten Mal eine Rolltreppe benutzt haben. Könnt ihr euch das vorstellen, in unserem Jahrhundert noch das erste Mal eine Rolltreppe benutzt? Sehe ich tatsächlich, obwohl ich schon so weit gereist bin, das erste Mal, ja, dass Menschen völlig überrascht an einer Rolltreppe sind und nicht wissen, wie man die benutzt. How much is to Peter Market? Hier und hier. Okay, okay. Sorry. Peter Market. How much is to Peter Market? How much? It's 300. Okay. Cricket shirt, yes. Which one? Sri Lanka or Pakistan? Pakistan. No, Sri Lanka, of course. Yeah. You know where are like some shops where I can buy a cricket shirt. Yeah. Blue color t-shirt. Blue color Sri Lanka, Denmark. Okay. Good quality. Good quality. Not washing and then like destroyed. No, mask. You go in the Peta Market, is you take washing one day. Yeah. That is a finish. Yeah, but I want to see like at Peter Market also other stuff and yeah. Ich will jetzt natürlich bewusst beim Peter Markt was kaufen und nicht beim anderen. Die Tuk-Tuk-Fahrer wollen immer einen zum anderen Geschäft bringen, weil die sagen, dort ist eine schlechte Qualität, geh lieber zu einem Geschäft, wo gute Qualität ist. Sie können auch recht haben, aber ich will es mir ja extra dort beim Markt anschauen. Bisschen so handeln, bisschen reden, bisschen witzeln. Also es ist bewusst, ja. Also es kann schon sein, dass sie sogar recht haben, dass die Qualität dort schlecht ist, dass man einmal das wäscht und dass es dann kaputt ist. Fine, you? You put it back, cheap cash today. Today cheap price? Yes, today very special price. Ah, today is like the cheapest day? Yes, today cheaper day. Oh, I am so lucky today. What's the cheap price? But I'm not looking for a bag. I'm like looking for maybe cricket shirt or something. What cricket shirt? Yeah. Come on, you come. Oh, my friend. Yes. Where's like big size for cricket? Big size. What size? Small size. Who are you? I'm not small. Double XL. Come. Hold on. Bump plan. Come sir. Bump plan. Bump size. Bump size. Double XL. Double XL. Yeah. I like this. Yes. How much is What size? You first try, sir. First try. Let me try. I think this is maybe too small. Yeah, this is very small. This is very small. No. This is small. Yeah. What's like the biggest one you have? This is 3XL. Okay? 3XL? No, 3XL. This is Sri Lanka 3XL? Yeah, 3XL. This is when I was 16. Maybe it was okay, but very small, okay. You try. 4XL I have. 4XL? Oh my god. One for XL I have, yeah, okay. It's okay. Is it okay? It's okay. Maybe 4XL. Yeah, maybe I want to try also 4XL. This looks good, yeah. Yeah, this is good. How is quality?
Yeah. If I wash it, it good. Destroy it or it's no? It's good, yeah. It's real material. Yeah? Yeah, this jersey material. How much is it? How you pay? Dollar or rupee? How much I pay? How you pay? Dollar or rupee? Oh, rupee. Rupee, eh? Oh, calculator is always expensive. If you have calculator, it's expensive. 6,800. It's a good one. Wow. One cheaper one, something like this. German, my friend. Something like this. Bifil. Oh, 6,000. Yes. Bifil. For this, I can buy a flight ticket to Germany. Yes. Make cheap price. Come on. Give me back. 3,000 is fine. Oh, yes. This is very 3,000 is good. Price. But it's an undercost price. 3,000 rupees, something like but this. But you can sell this big. You smaller. Can, yeah, but you can like big one. You can't sell. Small you can sell every time, but big one you can't sell. Yeah, I can sell. No, every it's time, no. Yeah, I nobody have so big. Nobody I have more. Yeah, but nobody so I big. I can't give you that, sir, that price. Yeah, I starting for this price. After I'll give you for you 300 less. Okay, you come in 6,500. No, you sorry, ask, sorry, my friend. You ask 3,000. 3,000 means you less one time half price. Wow. 3,500 you less. Don't have so much profit, sir. It's no profit. So 3,500. No, sir. You know, small profit we have. No, more profit. No, that's too much. Okay, sorry. Give me sorry. This price, okay? It's three. No, price. That's too much. Sorry. What's sir, your no. fair price? 3,000 is fine. Really? For 6,500, I can take taxi from here to Mirissa or. I check other places if we find something cheaper. Excuse me. Yes. I told you a very special price for you. Okay. What's my 5,800? Okay. 3,500. I buy now. Last 3,500. I buy it now. Give me 4. Okay. 3,500. I buy it now. 3,500. I buy now. 500. 3,500. 500. 500. 500. 4, okay. 3,500 I buy now. Don't look 500 rupees, yeah. Okay. How many members are you? Yeah. 3,500 I buy now. Labors, we are labors, yeah. Boss also coming. What's new happy? 3,500. 4, okay, 4. My don't friend, 3,500. Small profit we have. I know. Arbor, sir. As you change, you give 5,000. I give you 2,000 rupees. 1,500 change. Come on. 1,500. Okay, ready. Come on. Okay. Not that. Okay. So this is like the right size. No cheese. Don't forget to give my brother commission, okay? Who? For you? I give him commission. You also give commission. I give 500 from this. No. I give you 200 for him. No, from my 3,500. Only 200, no more, only 200. 200, 300. I give 500 commission from me, and you give him also commission. Okay, thank you. Anything else you want to buy? Yeah, I was looking for a shirt. Maybe I will look around. Do you like these plain t-shirts? Let's see. So that small, this is full. No, it's small. Yeah. If you only try. Try. Yeah. Yeah, sure. No problem. Try. You look small. No. No small. Oh. Yeah. No small. Yeah. No small. Yeah. Yeah. No small. He removed the. Wait. This original export size. This is perfect size. Don't laugh it. Yeah. Sorry, sir. This is business. look how she's this is. Yeah, but like this, I have like I wanted like to without for basketball, but this look. This new design. Baby, this is for no. This baby. Baba. Sri Lanka baby. This is too small. This is stretchable. But look, this is very small. Remove the T-shirt. Remove the T-shirt.
Thank you. Remove the t-shirt, okay? No. It's very small. I can remove, look, I can. I can it's remove. It's very easy, yeah. Very easy, look, I can. Yeah. Very easy. Okay. Sorry. Now we have a look and we come back maybe. Jetzt bin ich zurück im Hotel und ich zeige euch schnell, was ich gekauft habe für 4000 Rupien, ja. 4000 Rupien, vielleicht nicht günstig, aber der Markt war komplett leer. Es war kein Mensch da, es haben 5 Leute drum gekämpft, dass ich da das Trikot kaufe. Und für mich ist es kein Scam, ja. Also ich glaube, die Leute verdienen da richtig, richtig wenig. Und wir haben ja gesehen, in der Shopping Mall kostet der Milchshake 2000 Rupien und ich habe jetzt 4000 für das Trikot gezahlt. Und ich finde, es ist kein Scam. Vielleicht ist es überteuert, vielleicht ist der normale Preis 2000 Rupien, ich weiß nicht. Aber für mich war es okay, ich wollte das Trikot haben und überall wären die gekommen und hätten was verlangt. Ich hoffe nur, dass das Trikot nach einmal waschen nicht kaputt ist. Aber ich finde es echt cool. Also mir gefällt es echt gut. Ich hoffe, ihr konntet den Unterschied sehen zwischen dem teuren Sri Lanka in der Shopping Mall und zwischen vielleicht dem nicht günstigen Sri Lanka, ja, aber dem anderen Sri Lanka auf dem Markt, ja. Und für mich war das, wie gesagt, kein Touristenmarkt oder sowas, weil ich habe da eigentlich kaum Touristen gesehen. Ich glaube nicht, dass da so viele Touristen was kaufen, wenn da nur das Sri Lanka-Trikot. Aber der war wirklich kaum besucht. Ich war der Einzige, der dort war. Das war es jetzt hier von meiner erfolgreichen Jagd nach dem Cricket-Shirt von Sri Lanka. Wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.